und herzlich willkommen zu meinem, ja, ungeplanten Video. Nennen wir es doch einfach mal so. Ja. Wisst ihr was? Ja, ich stehe dazu, wie ich es die letzten zweimal gemacht habe. Ich habe einen riesen Pickel am Kinn und ich habe die letzten beiden Videos, also das ist jetzt am Mittwoch und das ist am Freitag kommt, vorgedreht, weil ich jemand bin, ich bereite immer alles vor, weil ich eben vorbereitet sein wollte, weil ich euch jeweils immer zwei Videos geben wollte. Und ich nicht wollte, dass ihr mehr oder weniger keine Videos habt, nur weil ich wahrscheinlich nicht reden kann. Weil ich irgendwie immer sehr gerne dazu neige, Overloads zu kriegen, während solche Sachen wie Feuerwerk oder Regen oder sowas. Ja. Und jetzt hat meine Mutter zu mir gerade noch gesagt, ganz fix soll ich noch ein Video aufnehmen, weil ich dieses Jahr, man könnte sagen, die Königin der Vorbereitungen bin. Und ja. Da dachte ich, hier jetzt noch ein kurzes Tippvideo für Vorbereitungen, für wenn man weiß, dass es Situationen gibt, die einem schwierig sind und die einen in Overload bringen. Also als erstes mal, tut mir leid, aber hier auf dem Gang ist es gerade nicht so sauber und ich möchte meine Beine nicht. Also wir müssen jetzt mit den Knien leben. Heute mal ausnahmsweise Knie im Bild. Ja, also erste Sache, die ich immer vorbereite, ist für nach dem Overload was zum Essen. Weil meistens habe ich da danach immer den totalen Kohldampf und dann will ich immer was, dann brauche ich was zum Essen und dann bereite ich irgendwas vor, was eben theoretisch dann danach meine Mom einfach nur zum Beispiel dass sie eine Milch drauf leeren muss, weil heute sind es Cornflakes oder nur nochmal warm machen muss. Eben damit ich dann einfach was habe, was schnell geht, was aber trotzdem zum Beispiel in meinem Kopf hilft, wieder ein bisschen sich zu orientieren. Sowas wie, also bei mir hilft immer Milch, um mich zu beruhigen. Entschuldigt, bei uns ist gerade da im Hintergrund so ein riesengroßes rotes Licht aufgegangen, wo ich mir dann gedacht habe, was ist das? Ja, dann die nächste Sache ist, sind die Tabletten, die bereite ich, habe ich auch vorbereitet. Da zum einen die Lasea, die mir helfen soll, damit ich wie gesagt, dass ich ruhiger werde, damit ich eben und wieder mehr oder weniger meinen Kopf etwas gegen die Kopfschmerzen und so weiter. Und dann eben noch Entschuldigt. Also dieses Video war überhaupt nicht geplant. Ich bin total gerade überrascht und ja, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich euch jetzt sagen kann oder so. Tut mir leid. Und das nächste ist dann noch bei mir jetzt zumindest eine Melperon, die nehme ich zum einen ebenfalls zur Beruhigung. Also was ihr merkt, ich nehme eine Menge zur Beruhigung. Und ja, also ich nehme eine Menge zur Beruhigung und ich nehme eben auch noch die Melperon, die hilft zur Beruhigung und aber auch ein wenig, dass man leichter in Schlaf reinkommt. Weil das Wichtigste ist ja nach so einem Overload, dass man viel schläft und da kann es nicht schaden, wenn man was hat, was einem diesen Schlaf etwas leichter macht und man nicht so lange wach liegt. Ja, dann was habe ich noch? Also dann habe ich natürlich alle möglichen Sachen gemacht, die ich machen wollte. Entschuldigt, falls im Hintergrund Geknalle hört, das sind die Silvesterböller. Ist wie gesagt total spontanes Video. Ich lade es auch gleich sofort hoch, nachdem ich es fertig gedreht habe. Und hoffe, dass das Internet halbwegs schnell genug ist, dass es noch rauskommt. Also es könnte jetzt am 31. oder am 1. rauskommen. Ja. Achte, meine Nase juckt. Es wird echt immer schlimmer. Tut mir leid. Ja, dann habe ich solche Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wenn ich wusste, dass ich noch was zum Erledigen habe, wie irgendwelche Dinge ausmessen, Bücher oder was aufräumen, was putzen, kann auch mal passieren, dass einem irgendwie sowas, genug zu trinken, das habe ich noch nicht gemacht, das muss ich nachher noch schnell erledigen. Und dann noch solche Sachen wie natürlich auch, ich habe natürlich auch an den kleinen Mann, der da jetzt gerade Lärm macht, gedacht. Und der durfte jetzt zum Beispiel heute ausnahmsweise schon um 22 Uhr rennen.
normalerweise rennt er nämlich immer abends total spät oder eben so um 16, 17 Uhr rum. Halt immer, irgendwie immer dann, wenn es gerade gut passt, dann auf Leo rennen schnell. Und jetzt hat er halt heute mal früher rennen dürfen, damit er so fertig ist, damit er dann nicht irgendwie darunter in Anführungszeichen büßen muss, dass ich zum Beispiel das Schachmatt leg. Und meine Nase juckt immer noch des Todes, das ist gemein. Wenn so richtig hier im Nasenflügel juckt und man sich konzentrieren will. Ja, dann habe ich natürlich noch allen Leuten angerufen und ein gutes neues Jahr gewünscht, denen ich noch irgendwie das wünschen wollte. Weil man weiß ja nie, ob es dann die Sprache raushaut oder nur die Motorik oder nur die Sprache und die Motorik nicht oder ob es dann beides raushaut und man weiß auch nicht, wie lang es gedauert. Und so habe ich das halt dann jetzt schon gemacht. Ja, und dann habe ich zu Abend gegessen, heute sehr viel früher, damit ich eben, wie gesagt, was im Magen habe, für den Fall, dass es mir die Schluckmotorik abschaltet und ich nichts essen kann. Ja, aber das Wichtigste ist jetzt, dass ich es jetzt nachher abwarten muss, was auf mich zukommt. Und jetzt aber im Moment bin ich einfach so weit vorbereitet, dass ich sagen kann, ja, egal was passiert, wenn jetzt nichts passiert, ist es super, wenn was passiert, bin ich vorbereitet. Und ja, gut, das war eigentlich alles. Ich würde dann jetzt mein Video beenden, damit ich es auch wirklich noch hochgeladen bekomme. Weil nachher kommt dann wahrscheinlich dieser große Internet-Run, wo alle noch schnell den Verwandten E-Mails schicken wollen. Und dabei voll ignorieren, dass alle gerade E-Mails wegschicken und dann sich alle gegenseitig stören und dadurch überhaupt nichts mehr geht. Entschuldigt, das habe ich immer so beobachtet in meiner Zeit. Was? WhatsApp ist halt schon ausgefallen. Echt? Mhm. Oh, meine Mutter erzählt mir gerade, dass WhatsApp heute schon ausgefallen sei. Gut, dass ich da nicht so aktiv dabei bin. Ja, gut. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Silvester. Und für alle, die denen so geht wie mir, wünsche ich, dass es bald wieder vorbei ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles neues Jahr und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Es tut mir leid, vorproduziert ist, wo ich auch versucht habe, so zu tun, als ob es nicht vorproduziert wäre, aber ich es wahrscheinlich nicht so ganz hinbekommen habe. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.